Mein Name ist Susanne Köhler. Ich bin Anwältin in Dresden, zugleich Vorsitzende des Landesfrauenrat Sachsen e.V. und Vorsitzende des Landesverband des Deutschen Juristinnenbundes e.V. Beruflich bin ich in komplexen familienrechtlichen Verfahren unterwegs, Sorgerecht, Umgang, aber auch alles andere, was zu Streit kommen kann in Familien. Bin dort besonders aktiv, aber im Gewaltschutz. Ja, und dann habe ich aber noch Ehrenämter, die mich in Anspruch nehmen, wie zum Beispiel der Landesfrauenrat Sachsen, der ein Dachverband ist mit über 40 Mitgliedsverbänden und in dem wir gut 170.000 Frauen vertreten und versuchen, Satzungszweck, die tatsächliche Umsetzung der Gleichberechtigung in Sachsen voranzubringen. Meine Good News für Sachsen. Da gäbe es furchtbar viele. Ich denke aber, ich beschränke mich vielleicht mal auf ein Thema, was wirklich nicht bekannt ist. Ich fange damit an, dass wir eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit nunmehr auf trilateraler Ebene haben hier in Sachsen mit Tschechien und Polen. Das verdanken wir aber auch dem, dass Sachsen dort jeweils ein Verbindungsbüro so in Breslau und in Prag auch vorhält, sodass man also auch vor Ort Kontakte finden kann, Netzwerke gründen kann und gemeinsame Themen damit dann auch zusammenbringen kann. Für mich nämlich wichtig, Europa muss auch auf diese Art und Weise zusammenwachsen. Jeder, der mich schon kennt, weiß, dass ich immer Material dabei habe. Fange ich mit dem kleinsten an, nämlich dem Flyer zu unserem Frauenorte. Ein ganz tolles Projekt, was wir als Landesfrauenrat durchführen können. Dort können wir weibliches Engagement bekannt machen, was wir leider in Schulbüchern oder auf Straßennamen nicht finden und damit eben den Frauen, die in Sachsen etwas geleistet haben oder aus Sachsen stammen und weltweit etwas geleistet haben, bekannter zu machen. Das ist ein sehr schönes Projekt von uns dann, aber was mir jetzt auch sehr wichtig ist und ich hatte vorhin unser trilaterales Projekt angesprochen, Good News sind insoweit auch und was ich vorantreiben möchte, ist, dass noch mehr die sogenannte Europäische Charta für Gleichstellung auf lokaler Ebene tatsächlich genutzt wird. Hier wurde durch die Europäische Union ein Projekt auf den Weg gebracht, was in allen europäischen Ländern die Möglichkeit gibt, auf lokaler Ebene, sprich in den Kommunen, in den Landkreisen, entsprechende Pläne aufzustellen, die dann auch evaluiert werden und die dann auch, und das ist eben das Wichtige, die Gemeinden und Städte, die das unterschrieben haben, dann auch verpflichten, auf der Ebene weiterzumachen. Und diese Charta enthält gute Praxisbeispiele, wie man die Gleichberechtigung im Kleinen und im Großen vorantreiben kann. Ich bin selber ein sehr positiver Mensch und sehr optimistisch. Aber Hoffnung gibt mir eigentlich, dass hier in Sachsen so viele Menschen gibt, die sich für andere Menschen einsetzen. Wir sehen das ja immer bei den Demonstrationen jetzt für mehr Demokratie und gegen Hetze. Das macht mir sehr viel Hoffnung. Aber Hoffnung im Kleinen macht mir zum Beispiel, dass wenn ich bei Veranstaltungen bin, eigentlich jedes Mal nach Hause gehe und wieder jemanden kennengelernt habe, der auch sich aktiv für andere Menschen, für die Gleichstellung einsetzt. Ich wünsche den Menschen mehr Zutrauen in ihre eigenen Kräfte, mehr Zutrauen daran, dass wir eine gute Gemeinschaft in Sachsen sind und auch, und nochmal, ich komme darauf zurück, mehr Vertrauen in die Europäische Union.